Sie haben es also geschafft, sich mit einer Frau zu verabreden. Ganz egal, wie viel Mitleid dazu notwendig war, das Schwierigste ist geschafft. Denken Sie? Nein, falsch. Bevor wir aber dazu kommen, womit dieser Abend doch noch in die Hose gehen könnte, beginnen wir mit der Vorbereitung. Ich rate einfach mal ins Blaue hinein und sage, Sie hatten schon länger kein Date mehr und deshalb wissen Sie nicht, was zu beachten ist. Das dachte ich mir. Am besten beginnen wir mit der Hygiene. Frauen achten bei einem ersten Kennenlernen besonders auf Körperpflege und Gerüche. Das ist Ihnen doch nicht fremd, oder? Gut. Wichtig ist, dass Sie frisch geduscht erscheinen. Ja, auch die Haare müssen gewaschen werden. Gut rasieren sollte unter Umständen auch nicht zu viel verlangt sein. Nein? Auf keinen Fall! Könnten Sie das wohl lassen, bitte? Naja, das wirkt auf jeden Fall menschlich. Denken Sie auch an die Kleinigkeiten. Saubere Fingernägel zum Beispiel. Hier gilt nicht die Pommesregel, beim schwarzen Strich ist Schluss. Es sollte keinen schwarzen Strich geben. Nun sind Sie frisch gewaschen und rasiert. Das nächste wird also was sein? Überlegen Sie kurz. Die Kleidung, Sie Depp. Oder wollten Sie in Unterhosen los? Bei der Auswahl der Kleidung ist es besonders wichtig, Ihren ganz bestimmten Typ zu betonen. Der erste Blickkontakt ist von entscheidender Bedeutung und den wollen Sie doch nicht sofort aufs Spiel setzen, oder? Ihr Typ wäre vermutlich... Was haben Sie denn so anzubieten? Oh Mann. Oh Gott. Das hatten wir schon. Okay, versuchen wir es mit etwas Normalem. Versuchen Sie lässig und locker rüberzukommen. Sie sollten nicht zu spießig und nicht zu cool wirken. Seien Sie Sie selbst. Da Sie nun frisch gewaschen, rasiert und auch noch ganz nett angezogen sind, fehlt nun nur noch eins. Nein, nicht der Hut. Wenn bis jetzt noch nicht entschieden ist, wo Sie mit Ihrem Date hingehen können, sollten Sie sich darüber noch kurz Gedanken machen. Soll es die Kneipe unten an der Ecke sein, in die Sie normalerweise gehen, wo jeder schon Ihren Spitznamen kennt? Dorftrottel? Wohl eher nicht. Sollte es vielleicht das Restaurant in der Seitenstraße sein, das teuer und exklusiv ist? Naja, ich glaube, Ihr Hausverbot lässt sich da nur schwer umgehen, nachdem beim letzten Mal ein Kellner brannte. Und leisten können Sie sich das ja auch nicht. Oh, das sieht nicht gut aus. Sie sollten alles, was Sie etwas kosten könnte, weiträumig umgehen. Nicht auszudenken, wie viele Mitleidspunkte Sie einbüßen würden, wenn Ihr Date sogar einen mickrigen Hotdog selbst bezahlen müsste. Sie können ja mit Ihrem Date einfach nur im Park spazieren gehen und ihr erzählen, der Lohn sei noch nicht drauf. Oder in Ihrem Fall die Sozialhilfe. Das Wichtigste aber ist, zeigen Sie ein gesundes Selbstbewusstsein.